Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Die letzten Folgen waren wieder allesamt sehr geschichtsträchtig und vollgepackt mit Informationen und so stelle ich mir das auch in der Zukunft weiterhin vor. Aber ihr wisst ja, bei Wohnhäusern ist es oft sehr schwierig, an eben solche Informationen zu kommen, zumal die Gebäude mit einigen wenigen Ausnahmen meistens nicht über eine solche Geschichte verfügen, es sei denn, es wohnte jemand Bekanntes darin. Aber wie oft ist das schon der Fall? Nun, ihr seht es schon, auch in dieser Folge geht es mal wieder um so ein Wohnhaus. Da die Infos aber recht rar sind, empfehle ich euch, uns nun bei diesem kurzen Trip zu begleiten. Den Rest erfahrt ihr wie immer von mir in diesem Video. Sollten euch verlassene Orte hier im Osten Deutschlands grundsätzlich interessieren, dann schaut doch dazu am besten mal auf unseren Kanal. Hier findet ihr mittlerweile 90 Folgen zu diesem Thema und ich denke, da ist bestimmt auch für dich die eine oder andere Folge dabei. Aber nun Schluss mit dem Gequatsche. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit diesem Video. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch ein Mehrfamilienhaus im mittlerweile aufstrebenden Leutsch. Wer nicht aus Leipzig kommt und sich hier nicht auskennt, dem wird Leutsch nicht allzu viel sagen. Wir befinden uns im westlichen Leipzig, einem Arbeiter- und Industrieviertel, auch wenn von der Industrie heute eher weniger vorhanden ist, wie noch vor 40 Jahren. Vor allem mit Ende des 19. Jahrhunderts zog es viele aufstrebende Firmen nach Leutsch. Damals war die eigenständige Gemeinde noch kein Teil von Leipzig, das geschah erst 1922 mit der Eingemeindung. Durch die vielen Firmen, von denen ich schon einige in vorherigen Videos erwähnt habe, wuchs nun eben auch der Wohnungsbau und so entstanden große Arbeiter, heute würde man sagen Gründerzeitviertel, zu welchem eben auch dieses Gebäude hier zählt. Solche Gebäude prägen diesen Stadtteil bis heute, kein Wunder also, dass fast jedes dieser Häuser heute unter Denkmalschutz steht. Momentan wohnen ca. 11.000 Menschen hier in Leutsch, aber das war nicht immer so. Zwar blieben die meisten Gebäude auch hier in Leutsch von Bomben und Feuer im Zweiten Weltkrieg verschont, doch das wahre Problem sollte erst 30 Jahre später kommen. Ab den 80er Jahren machte sich immer mehr Unmut breit, weniger Geld für Instandhaltungen, Wohnungsmangel, der schöne Schein war eben nur Kulisse und auch nur im Zentrum zu finden. Teilweise waren unbewohnbare Gebäude ja ganze Viertel mit zerstörten Fenstern, kaputten Dächern, völlig veralteten sanitären und elektrotechnischen Anlagen voll vermietet, eine Zumutung für jeden, nicht nur aus heutiger Sicht. Mit der Wende 1989-90 zogen aus diesem Grund sehr viele Menschen weg aus Leutsch. Man konnte und man wollte so nicht mehr leben. Es entstanden ganze Geisterviertel, teilweise standen Mitte der 90er Jahre ganze Straßenzüge leer, keiner wollte hier mehr wohnen und Sanierungen fanden gar nicht statt. Es gab Straßen, wo von 10 Häusern nur noch eines bewohnt war. Schlimm. Dieses Gebäude ist eben auch eines dieser Überbleibsel. Glücklicherweise stehen heute in Leipzig, vor allem auch in Leutsch, bei weitem nicht mehr so viele Häuser leer wie damals, aber einige gibt es dennoch. Vermutlich war auch hier Mitte, Ende der 90er Jahre Schluss mit Wohnen. Das geräumige, fünfstöckige Eckhaus entstand 1899 in sehr guter Lage, verfügte über ein Geschäft im Erdgeschoss und viele große Wohnungen in den oberen Etagen. Seitdem es leer steht, kam es mindestens zweimal zu größeren Bränden, weswegen im Dachbereich über die Jahre verheerende Schäden durch Wasser und Witterung entstanden. Beispielsweise gibt es einen Deckendurchbruch, der über sämtliche Etagen durchs Haus geht. Man kann also vom Erdgeschoss durch das ganze Haus in den Himmel schauen. Erschreckend, wenn ihr mich fragt. Mal sehen, was mit diesem Gebäude in Zukunft geschieht. Zwischenzeitlich gab es eine Notsicherung, vermutlich durch die Stadt, um die Stabilität des Hauses und die Sicherheit auf den umliegenden Straßen zu gewährleisten, denn wir befinden uns hier an einer gut befahrenen Straße inklusive Straßenbahnlinie. Ob es der Denkmalschutz schafft, dieses Objekt bis zur Sanierung zu schützen, wir werden es sehen, sicher ist das auf jeden Fall nicht.
Wir können also hier nur hoffen, dass bald jemand dieses Gebäude kauft und endlich saniert. Günstig wird das nicht, ohne Frage, aber es bleibt auf jeden Fall weiterhin erhalten, was auch Sinn und Zweck wäre. Ich hoffe, euch hat das Video dennoch gefallen, auch wenn es etwas kürzer war und es sich mal wieder um ein Wohnhaus handelte. Gebt mir dennoch einen Daumen nach oben, wenn euch verlassene Orte hier im Osten Deutschlands interessieren. Schaut am besten mal auf unseren Kanal, dort findet ihr viel, viel, viel mehr. Und jetzt gibt es wie immer noch einige Bilder. Wir sehen uns nächste Woche hoffentlich wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und ciao.